Mit dieser Videoserie zu Sorry von Justin Bieber wirst du diesen Song auf jeden Fall richtig cool spielen können und der wird danach auch richtig geil klingen. Ich zeige dir mehrere Wege, wie du es angehen kannst in einer etwas einfacheren Version. Nachher wird es auch etwas komplizierter. Bleib auf jeden Fall dran, ich habe einige Überraschungen für dich parat und so soll das Ganze nachher klingen. Is it too late now to say sorry? Der Hannes Knecht ist von Werde Musiker her. Schön, dass du eingeschaltet hast zu diesem ersten Video von der Reihe zu Sorry von Justin Bieber. Und ich möchte dir jetzt in diesem ersten Video die Akkorde von dem Song zeigen. Es wiederholt sich nämlich super oft und das ist so das erste Geheimnis des Songs. Die Akkordfolge F-Dur, A-Moll und G. Jetzt sagst du erstmal, boah, die Akkorde kenne ich noch gar nicht. Ich zeige dir erstmal eine super einfache Version, durch die du dich dann erstmal richtig schön durchspielen kannst zum Song, weil es startet am Anfang mit dem Akkord F. Wir machen da jetzt erstmal eine ziemlich coole Version draus, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Also Überraschung, aufgepasst. Wir spielen hier übrigens mit dem Capo im dritten Bund, um schöne offene Akkorde, das heißt Akkorde mit leeren Saiten spielen zu können. Das macht richtig Bock. Versprochen, das hört sich nachher super geil an. Ringfinger in den dritten Bund auf der D-Seite, also ich betrachte das jetzt ab dem Capo Duster hier. 1, 2, 3, dritter Bund mit dem Ringfinger auf der D-Seite, Zeigefinger in den ersten Bund auf der H-Seite und dann zupfst du die mit dem, oder schlägst es erstmal mit dem Daumen die D-Seite, dann zupfst du mit dem Zeigefinger die G-Seite und mit dem Mittelfinger die H-Seite. Wenn du Schwierigkeiten bei solchen Dingen hast, check hier unter dem kleinen I mal meinen gratis Crashkurs aus, check dich da ein mit Vornamen und E-Mail-Adresse, bekommst vollkommen kostenlos 10 grundlegende Lektionen zum Gitarrenlernen nach Hause, dann wird dir sowas hier auf jeden Fall noch viel leichter fallen. Also du zupfst die D, G und H-Seite gleichzeitig dann mit Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. Erstmal kannst du es nacheinander probieren und dann gleichzeitig. Drücke ruhig auf Pause und üb das erstmal. Das ist gar nicht so einfach am Anfang und wenn das für dich jetzt zu leicht ist, dann ab zu den nächsten Videos von der Serie, da geht es dann auf jeden Fall schon deutlich mehr ab. Also, check das hier genau aus. So ist die D, G und H-Seite. Das ist halt ein F-Sus-2-Akkord. Oh, voll abgefahren. Auf jeden Fall hört sich der abgefahren an. Ist aber, wie gesagt, nur mit zwei Fingern zu greifen. Dann lässt du den Zeigefinger da, wo er ist und kannst den Ringfinger loslassen. Das heißt, der nächste Akkord wird nur mit einem Finger gegriffen. Ziemlich geile Sache, das ist ein A-Moll-7-Akkord, so wie wir ihn jetzt hier spielen. Dafür zupfst du dann mit dem Daumen die A-Seite und mit dem Zeigefinger weiterhin die G-Seite und mit dem Mittelfinger weiterhin die H-Seite. Und dann übst du die beiden erstmal im Wechsel. Das F, so ist 2 und dann das A-Moll-7. Und dann unser letzter Akkord ist das G, G-Dur. Und dafür brauchst du gar keinen Finger. Du zupfst nämlich nur die D, G und H-Seite. Mit den gleichen drei Fingern, mit dem Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. Also nochmal zusammengefasst. F sus 2, A-Moll 7 und G-Dur. Is it too late? Say so. Das war auch schon der erste Teil, das Intro und die Strophe im Refrain. Spielst du das Ganze dann dreimal, da kommt dann quasi die erste Veränderung und wir brechen aus dieser Akkordfolge aus. Also, dreimal im Refrain, F, so 2, dann A-Moll 7 und G-Dur, noch zweimal und nochmal. Und jetzt kommt der Akkord D-Moll, das ist der erste neue Akkord. Und dann war es das schon an neun Akkorden. Versprochen. Dafür brauchen wir jetzt drei Finger. Anstrengende Sache auf jeden Fall. Aber mit Übung wirst du den auf jeden Fall hinkriegen. Versprochen. Drück dann an der Stelle auch wieder auf Pause und check den erstmal aus. Mittelfinger, zweiter Bund, G-Seite. Ringfinger, dritter Bund, H-Seite. Und Zeigefinger, erster Bund, E-Seite. Du kannst das hier auch mit dem kleinen Finger greifen, im dritten Bund auf der H-Seite, wenn dir das leichter fällt. So. Oder so.
so oder so. Und dann zupfst du die D, G, H und E-Seite. Kannst du entweder mit dem Daumen alle nacheinander anschlagen, das ist mal eine willkommene Abwechslung an der Stelle. Und dann zupfst du wieder F sus 2 und G. Ich spiele dir den Refrain jetzt einmal komplett vor. Wenn du was noch nicht ganz gecheckt haben solltest, dir das noch zu schnell jetzt ging, drück auf Pause, spul nochmal zurück und guck es dir an und nimm dir wirklich die Zeit, das Ganze in Ruhe zu spielen. Und wenn du sagst, ja, ich habe aber irgendwie eine ganz andere Gitarre, Hannes, was geht denn da ab? Das klingt bei mir ganz anders. Dann hast du vielleicht hier so eine klassische Gitarre mit Nylon-Saiten oder vielleicht sogar eine E-Gitarre. Gar kein Problem, klingt ein bisschen anders, lass dich davon nicht abschrecken. Die Griffe sind aber gleich. Also, der Refrain von Sorry von Justin Bieber. Diese Folge dreimal. Und noch ein letztes Mal. Jetzt haben wir Zeit, schön den D-Moll schon vorzubereiten. Und dann wieder F sus 2 und G. Und dann geht der Refrain nochmal von vorne los. Und Strophe, Intro, Strophe, die Abfolge ist Intro, Strophe, Refrain, Intro, Strophe, Refrain. Der zweite Refrain ist doppelt so lang gemacht. Sonst passiert da nichts Neues, das war es erstmal. In diesem Video möchte ich dir jetzt auch erstmal nicht mehr zeigen. Wir checken in den nächsten Videos von der Serie kompliziertere Akkorde und Schlagmuster ab. Aber erstmal kannst du hiermit jetzt schön viel Zeit verbringen und den Song richtig schön klingen lassen. Das funktioniert mit der Version auf jeden Fall auch schon richtig geil, wie ich finde. Check, wenn du Schwierigkeiten damit hast, wie gesagt, meinen Crashkurs hier unter dem kleinen i oder unten in der Videobeschreibung mal aus. Und sofort geht's los in die Gitarrenwelt, vollkommen kostenlos, mein Crashkurs. Und viel Spaß damit. Lass mir einen Daumen nach oben oder unten da, wie du es eben fandest. Schreib mir in die Kommentare auch, was du vielleicht in Zukunft an Tutorials oder Songs hier sehen möchtest. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin der Hannes. Mach's gut. Ciao.